Digital Leadership im Kontext Industrie 4.0, das heißt für mich konkret, man braucht ein großes Know-how hinsichtlich der Technologien, die da alle kommen und immer mehr werden. Ja, wir reden jetzt viel auch über 5G und Edge Computing direkt an der Maschine, welche Daten gehen in die Cloud etc. Zu verstehen, aber auch im Leadership nachher die Umsetzung klar zu betreuen. Und in der Umsetzung haben wir auch heute im EMBA Digital Leadership viel darüber gesprochen, warum hapert es denn so oft an dieser Umsetzung? Wir haben viel über Collaboration gesprochen, wir haben viel darüber gesprochen, dass die klassische Wertschöpfungskette in der Industrie, aber auch in anderen Branchen jetzt vernetzt wird über diese neuen Möglichkeiten der Vernetzung, deshalb Wertschöpfungsnetzwerk. Und als Leader muss ich mir die Frage stellen, welche Strategie fahre ich, um zu entscheiden, an welchem Punkt dieses Wertschöpfungsnetzwerk greife ich ein, möchte ich Wertschöpfung zukünftig generieren und an welcher Stelle nicht. Kurz gesagt, ein Digital Leader im Industrieumfeld braucht ein breites Wissen zu den vorhandenen Technologien, aber auch in der Umsetzung, in der Collaboration, in Partnerschaften, Geschäftsmodellverständnis, um das auch auf die Straße zu bringen.